Am 17. Oktober 2013 fand in den Räumlichkeiten der NRW-School die Debatte zum Thema Regulierung oder Laissez-faire, ist Europa überreguliert statt. Die ca. 100 Gäste der Debatte wurden zunächst von der Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung NRW, Frau Maria Springberg-Eich, herzlich begrüßt. Anschließend übernahmen Professor Dr. Michael Keding und Morten Pieper die Moderation und erklärten das Prozedere der Veranstaltungsreihe, bei dem das Publikum zunächst mit elektronischen Hilfsmitteln die Frage des Abends beantwortet, um nach wiederholter Messung nach Auftreten der Redner feststellen zu können, ob die Redebeiträge mit jeweils gleicher Länge das Publikum zu einem anderen Ergebnis würden beeinflussen können. Also die EU kümmert sich um die Krümmung der Bananen, die EU verbietet, dass Fesselballons über Wälder fliegen und die EU verbietet es Schrebergärtnern, ihr eigenes Saatgut zu benutzen. Das sind Regulierungen, über die ganz viele gelesen haben und die also den Ruf der EU als Wasserkopf und Bürokratiemonster unterstreichen. Wenn wir genau hingucken, hat es eine Regulierung zur Bananenkrümmung nie gegeben. Das ist ein Europamythos. Die Fesselballons über Wäldern sind entstanden, als das grüne Umweltministerium Nordrhein-Westfalen eine Umweltgesetzgebung, die aus Brüssel kam, so aufgebläht hat, dass sie dann alles in dieses Gesetz reingeschrieben haben, was sie sich jemals hätten wünschen können. Und der Verbot von Schrebergärtnern, ihr eigenes Saatgut zu verwenden, ist schlicht und ergreifend eine Lobbyente. Was will ich damit sagen? Die 60%, die gerade gesagt haben, Europa ist nicht überreguliert, haben meiner Meinung nach wahrscheinlich recht. Wenn es an einigen Stellen überreguliert ist, dann müssen wir uns genau angucken, was ist da passiert. Was bedeutet das für die Legitimität von europäischen Entscheidungen, wenn da jeder nochmal reinfuschen kann, egal welche Ebene und am besten, auch noch Interessen außerhalb der Politik? Was bedeutet das für Legitimität? Es baut Legitimität meiner Meinung nach ab, weil am Ende das, was in Brüssel entschieden worden ist, allenfalls nur noch einen Teil darstellt. Meistens werden die Regeln nicht klarer, sie werden unübersichtlicher, sie werden komplizierter, sie werden vielleicht so, dass Juristen dann und Juristinnen glücklicher damit sind, weil jede Frage beantwortet werden kann. Aber am Ende stellt man dann immer wieder fest, dass die Leute, die mit diesen Regeln dann umgehen müssen, also in meinem Fall als Haushaltskontrolleur eben die berühmten endbegünstigten Universitäten, Betriebe, Verwaltungen, die dann am Ende damit umgehen müssen, die sagen mir, das mache ich nie wieder, das ist ja alles so schrecklich kompliziert, warum muss das denn alles so sein? Und am Ende des Tages muss man dann plötzlich als Europapolitiker etwas verteidigen, für das man gar nichts kann, was man im Ernstfall auch gar nicht gewollt hat. Ich will anfangen mit sozusagen der Frage, ist die Europäische Union überreguliert, indem ich mit sozusagen einem Grundsatz anfange von Tacitus, der sagte, die meisten Gesetze, die gibt es immer in den verdorbensten Staaten. Jetzt würde ich nicht sagen, dass die Europäische Union ein verdorbener Staat ist oder gar der verdorbenste, aber die Wahrnehmung der Menschen, der allermeisten Menschen, anders als in der Umfrage hier gerade, ist doch, dass die Europäische Union ein Gemeinwesen ist, das zu viel reguliert. Dass Regulierungsexzesse produziert, dass zu viele kleinteilige Regeln aufstellt. Die Beispiele Bananenkrümmung sind genannt worden, ist ein Mythos. Es gibt andere, wo es eben kein Mythos ist. Und darauf will ich gleich ein bisschen eingehen, wo ich der Meinung bin, wir könnten das besser anders machen. Warum bin ich der Meinung, man müsste es besser anders machen? Ganz einfach. Wenn man zu viele Gesetze hat, dann schaden die unnötigen Gesetze der Wirksamkeit der notwendigen Gesetze. Das ist nicht meine Idee, das hat sich Montesquieu ausgedacht, der gesagt hat, unnötige Gesetze tun den notwendigen in ihrer Wirkung Abbruch. Das heißt, eine Selbstbescheidung der Europäischen Union, ein genaues Prüfen dessen, was wirklich geregelt werden muss, halte ich für absolut essentiell. Subsidiarität, also fürs liberale Denken, genau wie in der katholischen Soziallehre auch, ist Subsidiarität ein absolut zentrales Element. Absolut zentral, weil sie vom Einzelnen ausgeht, von der untersten Ebene. Jeder entscheidet so lange und so viel für sich selber, wie es möglich ist, ohne andere zu stören. Also von daher ist das für uns ein zentraler Begriff. So, jetzt setze ich mal den Hut des Liberalen ab und nehme den Hut des Europapolitikers. Und da bin ich gar nicht so weit vom Herrn Geier entfernt. Das Wort Kampfbegriff hatte ich mir hier gerade notiert, als er es sagte. Denn das ist tatsächlich so. Der Begriff der Subsidiarität ist erst relativ kurz im europäischen Recht überhaupt vorhanden als Begriff. Er ist ein Verteidigungsinstrument der Mitgliedstaaten
gegen das, was Sie selber in die Verträge reingeschrieben haben, an verwaschenen, unklaren Kompetenzen in diesen Vertragsverhandlungen. Und ich habe eine französische Kollegin, die sagt, die Subsidiarität ist der Tod Europas. Das kann ich jetzt als Liberaler nicht sagen, sorry, das war jetzt der andere Hut. Aber europapolitisch betrachtet ist Subsidiarität tatsächlich oft ein Scheinargument zur Verteidigung gegen irgendwelche Dinge. Ich glaube aber, und das ist jetzt der Punkt, und da glaube ich, können wir vielleicht im Schlussplädoyer nochmal drauf kommen, das gilt ganz besonders für diesen ganzen Bereich des sozialen Europa. Das soziale Europa ist ja nun eines, das gerade die Kollegen von der SPD, SPE, gerne drin haben wollen. Und das findet sich in den Verträgen in Form von sehr verwaschenen Paragraphen. Aber alle zentralen Instrumente, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, sind alle noch national. Und gerade in dem Bereich finden sich dann ganz oft in der Sozialgesetzgebung Dinge, wo es einen Streit gibt, wer soll das jetzt machen? Europa kann nicht das leisten, was die Bürger erwarten. Und die Mitgliedstaaten versuchen es, machen die Sozialpolitik nah am Bürger, was ich prinzipiell auch richtig finde. Aber der Begriff der Subsidiarität kommt genau da rein. Was ist da der europäische Mehrwert bei der Sozialpolitik auf europäischer Ebene? Er ist nicht sehr groß. Ich würde mich freuen, wenn die SPD dazu käme, in der Sozialpolitik Subsidiarität richtig mal praktisch anzuwenden. Vor der Debatte hatten wir einen Unterschied von 39% Ja zu 58,5% Nein. Da haben wir doch eine deutliche Veränderung zu 46,3% Ja, 50% Nein. Das heißt, die Ja-Seite hat deutlich dazu gewonnen. Die Positionen haben sich, oder die Mehrheit haben sich deutlich angenähert. Das tut gut nach dem 22.09. So viel Prozent hatten Sie schon lange nicht mehr.